Ja, guten Abend. Mein Name ist Heike Pütz. Ich bin eigentlich die Kreisarchivarin des Kreises Oskirchen. Da habe aber seit 7, 8 Jahren die Ehre, dass ich das Jahrbuch des Kreises auch mit betreuen darf. Das macht mir immer mehr Freude, weil ich sehr viele interessante Menschen im Kreis kennenlerne, ihre Steckenpferde, ihre besonderen Themen und immer wieder neue Themen auch im Kreis finden kann und entdecken kann, die wir vorstellen können. Dieses Jahr ist es das Thema Reisen, Reisen in den Kreis, Reisen in die Welt. Wie ist der Tourismus hier im Kreis Oskirchen entstanden? Im nächsten Jahr werden wir uns um die 20er Jahre kümmern, das heißt die goldenen 1920er Jahre. Aber auch, wie sehen denn die 20er Jahre des heutigen Jahrhunderts aus und welche Vergleiche kann man ziehen? So ist zum Beispiel, es gab eine Inflation 1923 und was hatten wir 2022, 2023? Eine Inflation in Deutschland. Wir sind mit einer Pandemie in das Jahrzehnt gestartet. So war es auch vor gut 100 Jahren, als die spanische Grippe hier wütete. Und manche Institutionen, manche Entwicklungen, die wir heute lieben und auch gerne nutzen, wie Bibliotheken, wie die Volkshochschule, wie unsere Sportstadien, die haben vor 100 Jahren ihren Ausgang genommen. Und auch das ist eine interessante Perspektive, die ich gerne näher beleuchten würde. Im Jahr darauf, also für das Jahrbuch 2027, werden wir uns um Produkte und besondere Hersteller kümmern, die hier im Kreis Oskirchen ihren Ausgang nehmen, also zum Beispiel über den sogenannten Trennjäger aus Zülpich, über Hundekuchen Latz oder andere Firmen, die hier von Weltruf im Kreis sind. Und im Jahr darauf, das wäre dann das Jahrbuch 2028, da wollen wir uns um die Pflege kümmern. Da, auch das ist eine große Entwicklung, die das genommen hat. Es ist ein Thema, das uns ja schon seit sehr langer Zeit beschäftigt. Früher in der Großfamilie, heute haben wir es dann in der Pflege delegiert. Aber es gibt halt viele Menschen, die da sich engagieren, viele Institutionen, viele mit Geschichte. Und auch das wollen wir vorstellen.